Und dann geht's eigentlich auch schon los. Die erste Gruppe, True News, kann nach vorne kommen. Das sind Arthur, Henrik und Max. Es ist so, dass ein paar Jugendliche nicht im Internet landen möchten oder fotografiert werden wollen. Das bitten wir zu respektieren. Also wenn sie Fotos machen, die Jugendlichen bleiben dann so rechts, weiter rechts hier stehen, dann fotografiert ihr die bitte nicht mit. Ja, also das ist in diesem Fall der Max. Ist das richtig? Und jetzt verkrümeln wir uns hier. Aber ihr habt hier zwei Mikros. Die reichen, oder? Braucht ihr sonst noch unsere? Ah ja, und herzlichen Dank auch noch an eure Mentoren, das waren Martin und David, die sitzen da vorne. Ihr müsst diesmal nicht mit nach vorne. So, hallo, wir sind die Gruppe True News und wir haben dieses Jahr sehr lange gebrainstormt und wir haben tatsächlich was rausbekommen und was das ist, das möchten wir jetzt gerne präsentieren. Aber wir starten zunächst mal mit unserer Vision, was wir eigentlich vorhaben. Genau. Und zwar haben wir uns gedacht, jeder Mensch heutzutage hat einen Computer und liest ganz viele Nachrichten im Internet. Und jetzt hat sich in den letzten Monaten und Jahren ein neuer Trend herausgestellt bei verschiedenen Nachrichtenportalen, und zwar die Fake News. Das heißt, falsche Nachrichten werden verbreitet aufgrund falscher Quellen. Und für einen Autonormalverbraucher ist es nicht möglich, das zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Also wollten wir einen Algorithmus bauen, der zumindest eine Wahrscheinlichkeit angibt, was richtig und was falsch ist und das dann publiziert quasi. Genau, soweit zur Vision. Und davon haben wir tatsächlich einiges umgesetzt bekommen. Und dazu zeige ich jetzt einfach mal das laufende Programm. So, ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Sonst kann ich es auch noch ein bisschen größer machen. So, ich hoffe mal, das sieht man jetzt. Also die Seite ist erstmal aufgebaut wie eine recht normale News-Seite. Hier sieht man zum Beispiel eine Überschrift, die ersten paar Zeilen aus dem Artikel, zusammen mit einem Verweis auf den Originalartikel. Aber das Besondere, was wir jetzt hinzugefügt haben, kann man links sehen. Dort sieht man einen Daumen, der entweder nach oben, nach unten oder eben in die Mitte zeigt. Und darunter eine Zahl. Und genau das ist diese Wahrscheinlichkeit, die unser Algorithmus zurückgibt, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Artikel auf Fakten beruht oder auch nicht. Und die Zahl, die da drunter steht, ist nochmal die absolute Zahl, was unser Algorithmus rausbekommen hat. So, da kann man jetzt ein bisschen durchgucken, kann man sich schon angucken, die sind im Moment sortiert nach dem neuesten Stand. Man kann sie sich aber auch sortieren lassen nach dem Rating. Das Rating ist hier gleichbedeutend mit der Wahrscheinlichkeit, dass sie wahr sind. Wo wir noch besonders stolz drauf sind, was wir noch geschafft haben, ist die Suchfunktion. Hat irgendwer einen Suchbegriff in den letzten Nachrichten von den letzten Wochen, den ich hier mal eingeben soll? Was? Trump. Dann gucken wir mal. So, wir laden. Und da kommen tatsächlich ein paar Ergebnisse. Da kann man jetzt ein bisschen durchscrollen und wenn einen etwas interessiert, dann kann man da drauf drücken und schon geht die Seite auf und man kann den ganzen Artikel nachlesen. So, das war es jetzt erstmal zur Praxis. Jetzt kommt noch ein bisschen Theorie mit Methoden, wie wir das gemacht haben, was noch gemacht werden kann und was einfach noch fehlt und genau. Wir werden dazu eine MySQL-Datenbank mit Nachrichten von 20 verschiedenen Nachrichtenportalen, darunter jetzt zum Beispiel halt auch die Süddeutsche oder andere Zeitungen. Das Ganze machen wir in Python mit einer Library, die nennt sich Spacy. Die analysiert Sprache danach, welche Inhalte sie hat. Wir filtern dabei die Nomen raus und vergleichen die Nomen der einzelnen Artikel miteinander, um so eine Häufigkeit eines einzelnen Themas zu analysieren, woraus man darauf schließen kann, ob dieses Thema wirklich existiert oder bloß gebäfft wird von einer Seite. Vielen Dank. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und laden herzlich dazu ein, auf GitHub mitzuentwickeln. Das Projekt ist öffentlich und wir hoffen mal, dass das einigermaßen Erfolg haben wird, das Projekt. Vielen Dank. Applaus